Leon ist einer meiner besten Mitarbeiter. Er will mit dem Rauchen aufhören. Dabei habe ich ihm mit verschiedenen Methoden geholfen. Zigarette, 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 das? Ich habe Leon letzte Woche geholfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es hat an dem Tag gut geklappt. Aber mit dem Rauchen aufhören ist ein Marathon und kein Sprint. Das hier sind meine letzten Zigaretten. Aus diesem Grund habe ich ihm eine Videokamera gegeben, mit der er seinen Fortschritt dokumentieren konnte. Das war die erste Nacht ohne Zigaretten. Und mir geht's richtig beschissen. Man hat gemerkt, dass es Leon schwerfällt, aber auch, dass er Fortschritte macht. Heute ist Tag 7. Ich schäme mich zwar immer noch für diese Videos, aber ich sehe das Licht am Ende des Tunnels langsam. Leon war jetzt eine Woche rauchfrei. Deswegen muss ich jetzt mal testen, wie reagiert Leon, wenn er jetzt zum Rauchen verführt wird. Man muss jetzt gucken, es ist halt ein Experiment. Ist er psychisch stark genug? Aus diesem Grund habe ich mich vorm Büro versteckt. Ich wollte testen, ob Leon mittlerweile eine Zigarette ablehnen kann. Und da habe ich jetzt so eine Person organisiert, die soll ihm Zigaretten, ja, wie sagt man, schmackhaft machen. Hey du, du siehst so traurig aus. Willst du vielleicht einen kleinen gute Laune machen? Weißt du, was das ist? Das sind Zigaretten. Vielen Dank. Wow. Vielen Dank. Ja, die sind gut, ja, schmecken. Danke. Ja, aber es war jetzt kein ernsthafter Versuch, ihn zum Rauchen zu verführen. Doch. Überleg's dir noch mal. Ey, die schmecken gut. Nur eine fürs Feeling. Ja, aber warum ausgerechnet so ein Typ? Ja, wieso ausgerechnet nicht? Immer die, die selber nichts machen, ne? Die haben immer gleich so Kritik. Mach doch selber ein Rauchprogramm mit einem Typ, der dir besser gefällt. Die sind gut, ja, schmecken. Danke. Komm. Ja. Leon, super. So gut gemacht. Ja, eine. Kannst du wieder zurück? Kannst du wieder zurück? Diese irre, diese mentale Stärke beeindruckt mich. Oh, nur eine. Leon ist so willensstark, der wollte gar keine Zigarette von dem. Der ist richtig ein Willensmonster. Später bin ich dann zu Leons Platz gegangen. Da wollte ich ihn noch mal testen. Na Leon, na, Entschuldigung. Na, wie geht's? Hast du einen Bock, eine zu rauchen? Nee. Gut, Fangfrage. Kannst du 5 Minuten, 10 Minuten deiner Zeit entbehren? Ja? Ja. Ja, dann komm mal mit. Ich hab was. Dann hab ich den von seinem Arbeitsplatz geholt, hab den in so einen Raum gebracht. Das ist dein Stuhl? Ja, setz dich doch mal hier hin. Was wir rauskriegen müssen, ist, ob du dich noch von Zigaretten verführen lässt. Du musst einfach nur hier sitzen und dann schauen wir mal, ja? Da wollte ich jetzt auch noch mal sehen, wie willensstark jetzt Leon wirklich ist. Und ob er allen Versuchungen widerstehen kann. Wie fandst du denn die Aktion selbst? Gut. Was sollte das? Also in welcher Hinsicht jetzt? Ich bin verunsichert. Also ob ich jetzt denke, dass man damit weniger raucht oder so? Ob das eine ernsthafte Verführung war? Ja, da. Aber wer will denn eine Zigarette rauchen, wenn er sowas sieht? Ja. Aber du, man darf nichts unversucht lassen. Das denken wir dann auf der anderen Seite. Möchtest du eine Zigarette? Wer mit dem Rauchen aufhört, tut seiner Gesundheit einen großen Gefallen. Was nach dem Rauchstopp im Körper passiert, erklärt uns Stefanie Giesinger. Wir alle wissen, Rauchen ist ungesund. Doch es gibt eine gute Nachricht. Denn der Körper erholt sich sehr schnell. Schon 12 Stunden nach der letzten Zigarette verbessert sich die Sauerstoffversorgung. Jetzt kann man auch wieder eine Treppe hochlaufen, ohne dabei Atemnot zu bekommen. Nach 2 bis 3 Tagen verbessern sich Geruchs- und Geschmackssinn und man atmet wieder freier. Nach 4 bis 6 Wochen geht der Raucherhusten deutlich zurück. Und nach nur einem Jahr hat ein ehemaliger Raucher bereits ein um die Hälfte reduziertes Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu bekommen. Hinzu kommt, wer aufhört zu rauchen, bekommt eine bessere Haut. Man bekommt weniger Pickel und weniger Falten.
Ihr seht also, es lohnt sich, mit dem Rauchen aufzuhören. Man wird nicht nur gesünder, sondern auch noch schöner. Ja, hast du Bock, eine zu rauchen? Also, wie soll mir das helfen beim Nichtrauchen? Hier. Nee, will ich nicht. Danke. Ah, gut. Also, ich habe jetzt mal rausgekriegt, bei der Arbeit, da raucht er nicht. Aber wer weiß, ob er zu Hause raucht, in seinen vier Wänden. Ich habe dann gewartet, bis Abend war und Leon Feierabend hat. Und jetzt sind wir bei Leon zu Hause. Und jetzt kann ich hier spontan mal gucken, wie er sich da so verhält und ob da auch alles so ist, wie wir das abgemacht haben. Also, bis zu ihm nach Hause? Ja, ja. Ich kenne ja seine Adresse aus dem Arbeitsvertrag. Weiß er, dass wir kommen? Nee, da weiß er nicht, dass wir kommen. Wenn wir nämlich vorher ankündigen, dass wir kommen, dann kann er ja. Das ist ja Quatsch. Aber das ist schon extrem übergriffig. Aber man kann jetzt als Chef nicht einfach nach Hause zum Mitarbeiter. Wieso nicht? Das möchte ja niemand. Warum möchte das niemand? Hallo? Hallo? Ach so, jetzt höre ich dich ja. Ich bin's, Klaas. Na, Leon, alles klar? Wie geht's? Was willst du? Ich war gerade hier so in der Ecke und ich dachte, ich klingel mal. Ah. So. Hallo Leon. Können wir mal kurz rein? Kann ich kurz reinkommen? Hi, ne? Das ist meine Wohnung. Hallo. Was? No. Darf ich kurz mal reinkommen? Jetzt sollen wir Schuhe ausziehen oder wie läuft das hier? Oder anlassen oder ausziehen? Wie mache ich das normalerweise? Wie mache ich das normalerweise, wenn ich hier bin? Glaubst du, Leon fand es okay, dass du da so bei ihm reingestopft bist? Ich denke schon. Hast du hier zu Hause geraucht? Nein, habe ich nicht. Guck mich doch mal an. Ich mach mal Augen zu. Mach mal Augen zu. Das ist wie diese Polizei-Idiotenkontrolle. Mach mal Augen zu. Ja. Und dann jetzt mal Augen auf. Na gut, der reagiert alles gut. Ja, klar. Und sind da zum Beispiel Zigaretten drin? Da sind keine Zigaretten drin. So, nee, hier alte. Also Medikamente. Eine Trans-Schublade. Hier ist sogenanntes Zeug. Ich unterstelle dir auf gar keinen Fall, dass du lügst, Coach. Ja. Aber es gibt eine Personengruppe, die man nicht täuschen kann. Ich musste vor allen Dingen da jetzt erstmal herausfinden, riecht es da nach Rauch? Und ich möchte dich jetzt bitten, hier jetzt kein großes Theater zu machen. Hier sind keine fremden Leute, die jetzt reinkommen. Wer am allerbesten herausfinden kann, ob es irgendwo nach Rauch riecht, sind Mütter. Mütter kann man nicht reinlegen. Die wissen immer, ob man gequalmt hat oder nicht. So irgendeine Mutter. Genau. Und deswegen hatte ich eine Mutter dabei. Kerstin, kommst du mal bitte? Die da mal ein bisschen gerochen hat, ob da einer heimlich geraucht hat. Hallo. Hallo, ich bin Leon. Hi, Kerstin. Kerstin ist eine Mutter und das ist Leon. Leon hat super viel gequalmt früher. Mhm. Die kann auch unterscheiden, ob das jetzt so uralter Zigarettenmove ist, der da noch im Sofa hängt, oder ob das frischer Rauch ist. Moment. Das setzt sich auch immer gern hier in den Vorhängen fest. Ja. Hauch mich mal an. Das sind ehrlich nicht du. Nee, also ich würde sagen, geraucht hat er nicht. Das ist ja sehr gut. Leon war also offiziell eine Woche rauchfrei. War cool, mal ein bisschen mit dir rumzuhängen. Ja. Ja, wirklich. Ich habe mich dann von Leon verabschiedet. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder im Büro vorbeigeschaut. Hallo, Leon. Komm, es ist ein großer Tag heute für dich. Komm mal mit. Du hast es jetzt geschafft, eine Woche rauchfrei. Das stimmt. Du hast eine Woche nicht geraucht. Ja. Und das muss ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Toll. Und du kriegst natürlich auch was dafür. Von mir. Das will ich jetzt und sehen. Am Ende habe ich mir noch was einfallen lassen für Leon. Habe ich ihm ein kleines Geschenk gemacht. Das ist dein Preis. Und jetzt, ja, pack mal aus und sag, wie du es findest. Denn das größte Geschenk, was es gibt, Rauli, für den Zuschauerinnen und Zuschauer, ist, Das ist dein Preis. Ja. Danke. Leon, deine Gesundheit. Gibt es was Schöneres, was Besseres, was Wertvolleres als deine Gesundheit? Nee. Dafür, dass er eine Woche nicht geraucht hat, ja, da hat er sich gefreut. Durch meine Methode hast du es ja geschafft, von den Glimmstängeln wegzukommen, ne? Ja, bis jetzt kann man so sagen. So. Eins war mir noch wichtig, dass Leon die positiven Erfahrungen, die er gemacht hat, auch weiterbringt in die Welt. Ich habe da so Broschüren drucken lassen von meinem Programm. Hier hast du ein paar Flyer und kannst vielleicht andere Leute anwerben, die sich dann bei mir melden können, damit ich mit denen das weitermache. Das ist mein Programm, das bin ich. Und die konnte er dann so mit einem guten Gefühl an die Leute weitergeben. Du rauchst auch und das ist für Glas. Danke. Ja. Danke. Damit du endlich auch so wie ich nicht rauche. Ja, schneide ich mir eine Scheibe mal ab. Ja. Hat er gerne gemacht, sage ich auch noch mal danke. Wenn du rauchen willst, nächstes Mal von Glas. Nee, ich rauche gerne, danke. Ey, am Ende bin ich super happy, weil wir haben es geschafft, dass Leon eine Woche nicht geraucht hat. Es ist von Glas für dich, damit du auch nicht mehr rauchen.
Dreh dir immer noch die Scheiße. Und ich kann nur jeden motivieren, den Weg zu wählen, der erfolgsversprechend ist. Denn das aller Schönste am Nichtrauchen ist, dass man nicht mehr raucht. Ich habe lange geraucht. Ich habe sozusagen zu Ende geraucht. Und jetzt rauche ich seit 5 Jahren nicht mehr. Und es könnte nicht besser sein. Hört auf mit dem Scheiß. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ich ja selber wissen.